Arbeitsbeginn, kleiner Mann. Kommen Sie her. Hallo! Und damit begrüßen wir euch ganz herzlich zu diesem neuen Video von uns. Heute machen wir was ganz Besonderes. Und zwar habe ich gleich nur eine Stunde im Stall Zeit. Wer ist natürlich auf diese Idee gekommen, Tom? Ja, ich natürlich. Ja. Weil Hella ist immer stundenlang im Stall und ich frage mich immer, was sie die ganze Zeit macht. Also habe ich gesagt, Hella, zeig mir mal, dass du auch alles in einer Stunde machen kannst. Dann hat sie nämlich in Zukunft auch keine Ausrede mehr. Ich werde diese Challenge natürlich annehmen. Also reiten wird auf jeden Fall knapp in einer Stunde. Aber wir schauen auf jeden Fall, dass ich irgendwas mit Valentino noch mache. Ich starte jetzt den Timer. Hier auf die Plätze. Fertig. Los. Eine Stunde läuft. Viel Spaß. Was machst du? Futter. Das ist doch für Valentino. Ja. Oh mein Gott, nein. Ich habe die Schüssel für Gollum vergessen unten. Nein. Da seht ihr mal die echte Realität. Hella vergisst nämlich nicht zum ersten Mal die Schüssel. Jetzt glaube ich dir auch, dass Reiten Sport ist. Also die Vorbereitung vom Pferd ist mehr Sport als das Reiten selber. Ich komme gar nicht so schnell Hella hinterher. Wo ist Gollum überhaupt? Gollum steht gerade noch auf der Weide. Ich mache ja schon mal seinen Heusack und sein Futter. Ich lasse den Futtereimer nämlich immer in dem Trog drin stehen. Das heißt, du musst halt noch zur Weide gehen und Gollum holen? Ja, ich bin jetzt schon außer Atem. Es ist halt schlimm. Zur Weide und zurück brauche ich normalerweise eine halbe Stunde. Jetzt Futter. Eine Schaufel für Gollum. Ich glaube, ich habe das wirklich noch nie so schnell hier alles gemacht. Gelenkfit für seine Gelenke, damit auch alles schön schmierig ist. Kannst du einfach ein bisschen WD-40 dran schmieren. Hahaha. Und noch Mineralfutter. Alter, der kriegt ja besseres Essen als ich. Ja, der fehlt wirklich. Wenn du für mich mal so kochen würdest. Und wieder runter und dann zur Weide. Musst du nicht den anderen Eimer von Valentino auch mitnehmen? Den haben wir schon mal unten gebracht. Ach so. Okay. Hier ist so heiß, wir fahren jetzt Kutsche. Was? Ja, wir haben doch noch Zeit, oder? Wie viel Zeit ist vergangen? Es sind jetzt 4,5 Minuten ungefähr. 4,5 Minuten nur? Kein Problem für uns. Ja, was? Es sind erst 4,5 Minuten vergangen? Das kann doch gar nicht sein. Wie willst du es in einer Stunde? Wofür brauchst du 2 Halfter? Wir werden jetzt Kutsche fahren. Mit Kaini und Valentino. Ma? Mit 2? Ja, bist du noch nie mit den beiden zweispännig gefahren? Nein, ich glaube nicht. Oh, nur mit Cody und Valentino, aber nicht mit Candy. Das klappt richtig gut mit den beiden. Damit ich jetzt meine Kutsche nicht noch umstellen muss, weil ich habe ja nicht so viel Zeit, fahren wir jetzt einfach mit beiden. Wie willst du das schaffen in einer Stunde? Candy! Ach, dann bleib hier stehen kurz. Warte hier kurz. Gut, ich glaube, so macht sie das sonst nicht. Ich halte ihn mal lieber. Ich weiß nicht, wie du das schaffen willst mit Kutsche fahren. Fahren nur eine kleine Runde, aber dann sind die Ponys auf jeden Fall bewegt. Ihr süßen Mäuse. Meintest du mich? Nein. So, jetzt aber meinen Gang zulegen, ne? Die haben richtig Plüsch bekommen. Die sehen jetzt aus wie so Teddybären. Ja. Tick-Tack, Tick-Tack. Die Zeit läuft. Du stresst mich aber auch. Ja, so will ich das immer sehen im Stall. Das ging schnell. Jetzt wird hier aber mal richtig schnell geputzt. Das ist echt krass, wie schnell und wie viel Fell die vor allen Dingen kriegen, ne? Das war's schon? Er hat noch das ganze Futter. Ja, hier, schau mal. Das mache ich gleich. Ja, genau. Schau mal, wie ich hier schon putze. Zweihändig. Das sieht gut aus. So? Was machst du da, Valentino? Nein! Was machst du da? Valentino. Erwischt. Schau mal, die Bürste habe ich von einem von euch geschenkt bekommen. Im letzten Livestream. Ja. Aber wo ist die Bürste? Ich habe hier nur so eine komische Bürste. Lass den Futtervorrat ruhig in der Mähne. Den haben die sich extra dahin getan, damit die später noch was zu knabbern haben. Also ich glaube, die werden noch irgendwas anderes auf dem Paddock finden, als das, was die in der Mähne haben. Ja, aber während die sich der Kutschfahrt, gegenseitig abknabbern. Die wissen ja nicht, wie lange die Kutschfahrt ist, ne? Die denken so, ja, wenn wir heute wieder ein paar Stunden mit der Kutsche unterwegs sind. Ja, genau, weil die sonst auch immer ganz viele Stunden unterwegs sind. Brauchen wir noch einen Snack, dann können die sich gegenseitig abknabbern. Valentino hat den Snack für Candy und Candy hat den Snack für Valentino. Wieso müssen die sich ausgerechnet heute so einsauen? Jetzt würde ich erstmal eine komplette Routine machen eigentlich. Jetzt habe ich gar keine Zeit mehr dafür. Aber daran merkst du auch mal, woran du sehr viel Zeit verschwendest. Am Putzen einfach. Du putzt ja, immer Ewigkeiten. Ja, richtig. Stell mal vor, du kannst dich nicht sauber machen und das muss jemand anderes übernehmen und der lässt sich nicht Natur Zeit. Können die sich ja auch sauber machen. Oh nee, Candy, das ist nicht dein Ernst. Ich muss auch noch die Äpfel wegmachen. Ja, das musst du mit einberechnen in deine Stallzeit. Je mehr Pferde du nimmst, desto mehr Äpfel musst du auch wegmachen. Candy. Ja, dann hol mal die Kutsche. Oh, ich glaube, die musst du noch putzen, Hella. Wir sind letztes Mal ein bisschen zu sehr Offroad gefahren. Ich glaube auch, so wie das hier aussieht. Oh mein Gott, nein. Aber ich habe jetzt keine Zeit, die noch zu putzen. Dann musst du wohl damit klarkommen, mit einer dreckigen Kutsche zu fahren. Ist ja schrecklich. Naja, und sieht ja keiner. Außer diese ganzen Menschen, die hier zuschauen. Was ist das denn hier? Das ist das Zweispannergeschirr. Hast du ihm eigentlich das Kutschefahren beigebracht? Erstmal ist es eine Stute, eine Sie. Und sie ist früher schon gefahren, aber dann eine ganz, ganz lange Zeit nicht mehr. Also wurde dann immer geritten und so betüdelt, Bodenarbeit gemacht und sowas. Aber dann haben wir das so nach 6 Jahren wieder ausprobiert und das hat richtig gut geklappt. Und jetzt fahren wir immer öfter. Jetzt muss Tom ja auch schon helfen beim Nachgurten. Ich brauche halt echt neues Geschirr. Das ist halt voll schwierig zuzumachen. Geht das? Ich lasse mir extra Zeit. Nein, das ist nicht dein Ernst. Beeilung. Geschafft. Ich liebe einfach dieses Wetter. Es ist halt kühl, aber gleichzeitig scheint die Sonne.
Ja, es ist wirklich schön. Die Luft ist einfach so richtig frisch, bis auf den Geruch der Pferde. Hey, das ist echt gemein. Du solltest dich langsam eigentlich schon dran gewöhnt haben. Nee, daran werde ich mich auch nie gewöhnen. Es sind schon 28 Minuten um. Oh Gott. Ja, du hast gerade irgendwie ein bisschen getrödelt. Valentina bekommt keine Kutschtrense mehr drauf, weil ich eine neue brauche für ihn, weil die irgendwie so klein ist. Ich weiß nicht, ob das an seinem dicken Kopf liegt, aber auch das Gebiss ist irgendwie nicht so nice und deshalb kriegt er jetzt die hier drauf. Die pinke. Aber Valentino hat es richtig genossen, so lange geputzt zu werden. Das muss sein. So viel Zeit muss sein, ne, Mops? Okay, Tom, jetzt musst du die Ponys aber einmal festhalten. Wie machst du das, wenn du alleine bist? Ich bin nie alleine beim Kutschen. Davon würde ich auch eher abraten, weil falls was passiert oder irgendjemand mal rausspringen muss, dann kannst du das ja als Kutscher nicht sein. Ja, das stimmt. Das wäre schlecht. Oh, es ist kalt langsam. Ich muss mir doch nur noch meine Jacke mitnehmen. Allein fürs Jacke an- und ausziehen brauchst du schon 5 Minuten. Hallo? Ja, innerhalb von einer Stunde. Das stimmt jetzt auch nicht. Hast du die schon ausgezogen und gleich wieder an? So? Okay, Tom, jetzt muss ich dich gleich mal hier kurz alleine stehen lassen, damit ich meine Jacke hole. Nee, ich hole die Jacke. Mit beiden Ponys. Ich hol die Jacke. Du schaffst das. Nein. Du schaffst das. Ich muss mich doch beeilen. Gut. Ich spiele jetzt totes Pferd. Bleib einfach so stehen. Und? Hat's geklappt? Ja, wir haben die Freeze-Challenge gemacht. Hä? Hella! Oh, Tom! Irgendwie? Wie kann das sein? Nein, stopp. Pass auf Candy bitte einmal auf. Candy Freeze. Oh, Freeze. Gut. Sie checkt das. Sie ist richtig smart. Tick. Ja, das Anspannen dauert am längsten. Das ist echt. Sehr angespannte Lage. Candy. Stopp, Candy. Freeze. Stopp. Gut. Nicht stopp heißt das. Das Codewort ist Freeze. Freeze, okay. Nur noch 25 Minuten. Wir haben es ja schon geschafft. Die Pferde wollen schon los, Hella. Die wollen dir die Zeit mir ersparen. Helfen. Okay, dann steigen wir mal ein. Okay. Los geht's. Kommt. Erstes Mal zweispännig hier zu Hause. Und was sagst du? Ja, Cody macht das gut. Das ist nicht Cody. Ach, was gibt es Schöneres, als bei diesem Wetter eine Kutschfahrt zu machen? Ja, das Wetter ist echt herrlich. Angeln, das ist schöner. Nein. Doch, bei diesem Wetter wäre Angeln jetzt richtig nice. Es wird wohl eine kurze Kutschrunde. Ja, wir müssen jetzt mal traben. Kommt. Kommt. Ja. Jetzt sind wir fast bei der Weide angekommen, wo Gollum und Tresenje stehen. Und damit wir alles natürlich noch in Zeit schaffen, steigst du jetzt gleich aus und kannst die Pferde dann reinholen. Hä? Das ergibt gar keinen Sinn. Doch, dann schaffen wir alles in einer Stunde. Ja, aber es geht ja darum, dass du alles in einer Stunde schaffst. Ja, komm. Aber ich wollte halt unbedingt Kutsche fahren. Du hast auch nur noch eine Viertelstunde. Ja, deshalb ja. Deshalb lasse ich dich jetzt hier aussteigen und ich fahre dann hier noch oben lang und dann noch einmal kleine Marsch. Welches von den 3 braunen Pferden muss ich überhaupt nehmen? Das ohne Decke. Das braune ohne Decke, okay. Kriege ich das hin? Und Gollum weißt du ja. Ja, Gollum kann wohl aus 1000 Pferden erkennen mit seinem kurzen Schweif. Ich dachte wegen seiner Farbe, wegen seiner besonderen Farbe. Wegen seinem besonderen Schweif. Dann, ja, dann bis gleich, du schaffst das. Wir sehen uns in einer Viertelstunde spätestens. 2 von euch kommen jetzt mit mir mit. Es war dumm, dass ich die Kamera mitgenommen habe. Jetzt muss ich die Kamera auch noch nehmen. Kommt her. Oh, nicht alle 4. Komm, Gollum. Oh, er hat sich das Halfter schon wieder über ein Ohr gezogen. Schaut euch das an. Ich will nicht durch den Matsch laufen. Du auch nicht, ne? Ich hab's echt geschafft, beide Banausen einzufangen. Also ich musste die Kamera kurz weglegen, weil anders ging's einfach nicht. Und meine Füße sind jetzt nass. Danke, Hella. Und jetzt geht's schnell zurück zum Stall. Ich glaube, wir haben nur noch 10 Minuten oder so. Eine Stunde ist echt wenig Zeit für den Stall. Das muss ich zugeben. Reiten schafft man in der Zeit auf jeden Fall nicht. Aber scheinbar Kutsche fahren, Futter fertig machen und reiten dann vielleicht nochmal eine Stunde. Also man könnte es in 2 Stunden schaffen. Ja gut, Pferde reinholen musste Hella dann auch alleine machen. Also vielleicht 2,5 Stunden. Aber eine Stunde ist tatsächlich ein bisschen knapp. Trotzdem ist Hella auch schnell mal 4-5 Stunden im Stall. Oder 6 Stunden oder noch länger. Und das ist auf jeden Fall mehr als man braucht. Wir sind aber wieder zurück am Stall. Ich habe noch nicht auf die Uhr geschaut, aber ich glaube, mehr als 5 Minuten hat Hella nicht mehr. Und die Pferde sind noch angespannt. So, Gollum, hereinspaziert. Du hast nur noch 5 Minuten. Jetzt muss ich ganz schnell das Geschirr abmachen. Ja, aber danke fürs Reinholen, Tom. Sonst hätte ich das alles nicht mehr geschafft. Ging das mit den Zweien? Ja, nur mein Schuh. Schau es dir an. Oh, du musstest durch die Matsche gehen. Nein, das Pferd ist so, hat geplanscht und dann habe ich die abbekommen. Oh no. Wir waren noch auf dem Feld und sind richtig abgegangen. Echt? Im Galopp. Das war so cool. Ich konnte leider keine Aufnahme machen. Ich habe noch versucht, eine Aufnahme zu machen, aber die ist leider nach 5 Sekunden dann abgebrochen, weil ich musste die Kontrolle bewahren über die Pferde. Sogar noch Zeit, um das abzuwaschen. Jetzt bekommt Valentino natürlich noch sein Futter. Du hast noch 1,5 Minuten. Los, Valentino, schnell essen. In der Zeit räume ich schon alles hier zusammen. 59 Minuten sind jetzt um. 59 sind jetzt um, okay. Ja, das heißt, es ist jetzt noch 1 Minute. Die letzte Minute läuft. Valentino ist um die Wette. Das schaffe ich ja niemals jetzt noch in 1 Minute. 45 Sekunden. 20 Sekunden noch. Schnell.
Valentino. Und die Zeit ist um. Es ist jetzt eine Stunde um. Also, du hast es gerade so geschafft, die Pferde noch hier hinzustellen. Also, ich habe festgestellt, es ist einfach nicht möglich, es wirklich ist unmöglich, in einer Stunde alles zu schaffen. Valentino muss auch erstmal. Aber trotzdem braucht man auch keine 5 Stunden. Du hast gesehen, wie viel du in dieser 1 Stunde geschafft hast. Ja, das war wirklich krass. Aber ganz ehrlich, man will ja den Tag auch genießen, dann mal mit einer Freundin quatschen und so. Das stimmt. Deshalb, also jeden Tag so ein Stress, das ist einfach nicht möglich. Und man will sich ja auch ausgiebig Zeit nehmen für die Kleinen, ne? Aber dann hast du jetzt wenigstens mal gesehen, wie viele Aufgaben ich immer erledigen muss. Und eigentlich wäre Gollum ja jetzt noch dran beim Reiten, aber der hat heute frei. Deshalb aber passt Zeit für eine weitere Aufgabe wäre schon noch, dass du mir mal was Leckeres zu essen kochst. Also wenn du das alles schaffst, dann kannst du mir auch noch was zu essen machen. Warum sollte ich das tun? Ja, weil du deinen Pferden auch alles den ganzen Tag machst. Ja, den Pferden. Gut. Aber nicht dir. So, ich fahr nach Hause. Okay, bis dann und wir sehen uns dann auch nächstes Mal. Ja, lass einen Daumen nach oben da. Ist so, für diese Aktion, dass ich mich so beeilt habe. Wie noch nie in meinem Leben zuvor. Ja. Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.